In den letzten Wochen gab es sicher so einiges, nachdem wir uns gesehnt haben. Für den einen ist das endlich, wieder zur Arbeit oder zur Schule gehen zu können. Und für andere ist es der gewohnte Plausch mit Freunden. Sehnsüchte haben wir bestimmt alle. Wir sehnen uns danach, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Sehnsucht schmerzt zuweilen. Ich erinnere mich an die Phasen der Fernbeziehung mit meinem Mann. Wir haben uns nach dem anderen gesehnt, aber es lagen zu viele Kilometer zwischen uns, als dass wir uns eben mal so hätten sehen können. Wir haben einander vermisst und dieses sich nach dem anderen sehnen tut weh. Aber gleichzeitig ist es insofern auch schön, wenn man es tut, denn dadurch spürt man, wie sehr man liebt. Sehnsucht haben nach etwas zeigt, dass uns etwas fehlt. Etwas in unserem Leben unerfüllt ist. Es muss jedoch nicht heißen, dass wir völlig unzufrieden sind, nur fühlen wir uns halt nicht ganz komplett. Manche Sehnsüchte werden erfüllt werden und andere werden immer bleiben und nicht zum Ziel gelangen, auch wenn wir das noch so gerne hätten. Homo desiderium Dei ist ein Satz, der von Kirchenvater Augustin überliefert ist. Der Satz lässt sich übersetzen mit: Der Mensch ist die Sehnsucht nach Gott. Oder: Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Beide Übersetzungen sind möglich und auch richtig. Für mich drückt der Satz aus, dass Mensch und Gott in einer sehnsüchtigen Beziehung stehen. Einige von uns sehnen sich manchmal ziemlich nach Gott. Gott liebt uns und erwartet sehnsüchtig, dass wir Menschen das auch tun. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.